Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Frage-Antwort-Video von uns. Heute geht es um den Defender. Ja, Schwerpunkt Defender. Erste Frage, was macht ihr mit dem Defender nach der Reise? Wurde früher oft gestellt, mittlerweile auch weniger. Der Plan war eigentlich, der allererste Plan war, damit 18 Monate zu reisen und ihn dann zu verkaufen. Genau. Möglichst mit wenig Wertverlust. Genau. Deswegen ist der Umbau auch so gemacht, dass man ihn wieder rausnehmen kann. Genau. Ja. Also wir haben auch den fünften Sitz noch, wir haben alles so, man kann den ganz normal umbauen wie zu einem ganz normalen Personenkraftwagen. Normal. Und wir haben ihn ja auch relativ wenig umgebaut, das ist kein typischer Camper. Zuerst war es dann so, naja gut, es wird schon schwierig werden ihn zu verkaufen, man wird schon so dran hängen und so. Und ja, und jetzt ist es eigentlich so, dass wir sagen, wir wollen ihn nicht verkaufen, nicht weil wir so dran hängen, sondern weil wir ihn einfach weiter nutzen wollen. Und es ist auch ein bisschen so, wenn man schon sagt, ja, jetzt haben wir schon einen Defender, jetzt müssen wir noch nutzen. Es ist immer noch das Traumauto. Ja, das schlechthin. Stimmt. Das stimmt. Also, ich würde das Ganze auch gerne irgendwie mit einem Porsche Cayman mit Dachzelt machen. Das ist so ein Traum. Aber die halt in einem neueren Modelljahr, wo sie schön aussehen, sind halt alle schon ein bisschen außerhalb des Preisrahmens. Und deswegen, Defender ist halt die beste Relation zu Kaufpreis und Traumautofaktor. Ja, das stimmt. Und ja, deswegen bleibt es mal der Defender und wir sind immer noch sehr, sehr glücklich damit. Mhm. Da passt gleich dazu auch 8000 Euro Service. Genau, das fragen uns immer wieder Leute, wie kann das sein, dass sie 8000 Euro für einen Service bezahlen? Und das ist halt einfach so, dass wir vor der Reise, wir hatten nicht viel Ahnung von viel. Und wir wollten halt einfach, dass es während der Reise passt, dass wir uns nicht jeden Tag reinsetzen müssen und hoffen, dass wir irgendwo heil ankommen, sondern dass es wirklich passt. Natürlich geht es auf jeden Fall günstiger. Wir würden jetzt auch mehr selber machen, wenn wir die Zeit hätten. Ja, genau, damals war es auch einfach so, okay. Ja, wir geben ihn hin und in 2 Wochen haben wir ihn wieder und wissen, dass der ein Jahr lang fahren wird. Und das war es uns halt wert. Nicht unbedingt eine Frage, aber etwas, was ich auch in dem Zusammenhang einfach mit hinaus als Erfahrung in die Welt bringen möchte. Und zwar, man braucht weder einen zweiten Ersatzreifen noch Ersatzkanister für Diesel. Ja. In Europa nicht, in Marokko nicht. Es ist alles viel zivilisierter, auch abseits von der Zivilisation, als man sich vorstellt. Ja. Wir sind wirklich nicht besonders sorgsam mit den Reifen umgegangen. Wir hatten extrem alte Reifen am Anfang und da ist nicht einer kaputt gegangen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo bist, weil ich finde, das ist immer so, wenn ich jetzt in Marokko eine Offroad-Strecke fahre, die wirklich nur für Offroad-Fahrzeuge ist, dann ist es trotzdem so, dass da innerhalb von einer Woche mindestens ein Fahrzeug vorbeikommt, das mir weiterhelfen kann. Im besten Fall kommen pro Tag 5-6 Fahrzeuge vorbei. Selbst wenn du wirklich etwas ganz, ganz abseits von der Piste fährst. Weil so richtig individuell fahren, wo es keine Straße, kein Dorf weit und breit gibt, das macht man eh nicht, weil man fährt ja nicht die erste Straße. Man fährt Wege entlang, die es schon gibt. Aber so richtig durchs Gemüse fahren, das macht man ja nicht, weil, ja, das macht aber auch zu viel kaputt und es gehört einem nicht das Land. Und, ja. Und eben auch Diesel, es gibt, egal wo man ist, gibt es alle 200 Kilometer mindestens eine Tankstelle. Also wirklich mindestens. Der Kanister sehen cool aus, aber braucht man nicht wirklich. Also, nein. Ja. Spezifisches Modell vom Defender passt. Ja, wir haben den TD5 2003er Baujahr. Und genau eben mit diesem Station Wagon hinten. Also das ist viele Fenster und den 110er. Ja. Finden wir alles super. Ja. Es gibt ja auch welche, die haben hinten alles zu. Das ist für einen Ausbau vielleicht interessant. Aber dadurch, dass wir das eben so originalgetreu wie möglich und so schön wie möglich lassen wollten, hat uns das halt einfach am meisten zugesagt und wir sind sehr zufrieden damit. Und einer hat uns gefragt, ob man unter 25.000 Euro Budget einen guten Defender für diese Reise kaufen kann. Auf jeden Fall. Und das natürlich. Ja. Also man muss, also wir haben 16.500 eben gezahlt und man muss dann nicht so viel für die Reparatur zahlen. Und ich meine, der Defender fährt ja. Das ist, es kommt halt immer darauf an, was man für einen Zustand haben möchte. Und 25.000 sind wirklich, man muss halt auch sagen, in Österreich sind sie ein bisschen teurer als in Deutschland. In Deutschland sind sie noch ein bisschen günstiger. Und
auch noch was, also was, die, was jetzt Karins Mama gesagt hat, in der Werkstatt in Marokko, wo sie den LKW zwangsweise reparieren lassen mussten, das Ersatzteil kam aus Italien, aber die Reparatur wurde in Marokko durchgeführt und das haben sich in der Schweiz zwei Iveco-Experten angesehen und die haben gemeint, das wurde tipptopp ausgeführt. Mhm. Also das ist sicher auch eine Idee, dass man die Reise quasi so timet, stimmt, dass man das Service ja. Ja, oder sowas in Marokko durchführen lässt. Weil die kennen sich wirklich gut aus eigentlich, weil auch da fahren einfach sehr viele, es sind halt ältere Modelle, aber trotzdem Defender auch. Und sonst sind die ganz fix und es ist recht günstig im Vergleich. Und derselbe Fragesteller hat auch gefragt, ob der Defender eine gute Entscheidung war, um zu reisen. Das ist schwer zu beantworten, weil ich finde, dass dadurch, dass wir jetzt YouTube machen, schon auf jeden Fall. Also mit dem Defender kann man einfach optisch ansprechendere Videos gestalten als mit einem 0815 Auto. Meine Meinung. Das ist so. Schon. Sonst aber, wenn ich quasi anonym durch die Weltgeschichte mich bewegen möchte, reicht wirklich irgendeine Klapperkiste, irgendein Bus, irgendwas. Ja, aber man kann auch mit einem normalen Auto und Zelt reisen. Genau. So wie wir damals in Norwegen waren. Also man braucht jetzt nicht, man muss nicht auf einen Bus sparen. Ja. Also, ja, stimmt. Ich meine, fast jeder hat ein oder normales Fahrrad, Auto, oder? Zelt. Ja, es geht immer irgendwie. Ja, wenn man reisen will, dann kann man das machen. Ja. Also alle Länder, die wir bereist haben, sind zu 100% ohne Allradantrieb, ohne Offroad-Auto zu bereisen. Also auch Marokko, auch Albanien, auch alles es war, einfach Kosovo. Es war nie Kosovo. So, dass wir es gebraucht haben, sondern einfach so, weil wir es haben, können wir das jetzt machen und dann machen wir extra was. Dann fahren wir extra off und dann fahren wir extra in den Sand. Aber man braucht es nie. Ja. Natürlich macht es Spaß. Ja. Aber, natürlich können wir dann am Strand stehen und die anderen stehen halt am Parkplatz. Aber ja, aber das ist eigentlich egal. Also, ja. Dann wiederum, wir sagen ja jetzt so leicht so, ja, das ist wurscht und so. Und so viele Leute aber, glaube ich, denken einfach so, ja, ihr sagt es so leicht, ihr habt das schon alles gemacht. Also es ist wirklich schwierig, im Endeffekt glaube ich aber, um Sachen zu erleben, um gerade die Länder zu erleben, ist es wurscht. Das stimmt, und die schönsten Schlafplätze waren auch nicht unbedingt Offroad zu befahren. Ja, das stimmt. Genau, man muss sich schon ein bisschen trauen, auch mit einem normalen Auto. Aber ich finde, Gabriel und Sabrina war so ein schönes Beispiel, dass sie einfach mit einem normalen, unter Anführungszeichen, Auto halt das, was ihr Budget hergegeben hat, weil sie brauchen das Auto täglich, um in die Arbeit zu fahren. Also kann es kein Defender sein. Und somit ist es halt ein Octavia Scout 4x4 mit Dachzelt. Und ja. Und das ist perfekt. Und damit fahren sie halt los und können halt trotzdem auch Abenteuer erleben, wenn sie sich halt ein bisschen trauen, abseits der Straße ein bisschen zu fahren. Und dann ist man ganz schnell irgendwo, wo es schön ist. Grundsätzlich, ich würde halt einfach mehr Sandbleche mitnehmen. Und mehr Zeit. Und halt, ja. Aber ich glaube einfach, mit Sandblechen ist es so das günstigste Mittel, wo man sich gut weiterhelfen kann. Also wenn ich jetzt vorstelle, dass ein allradniedriges Auto irgendwo aufsitzt oder sowas oder irgendwas ist. Natürlich könnte man sich eine Seilwinde dran bauen, das ist wieder extrem mühsam, sich an ein normales Auto eine Seilwinde dran zu bauen. Und für das Geld von der Seilwinde bekommt man extrem viele Sandbleche und kann sich quasi seinen Weg so legen, irgendwie so Lego stellen. Ja, also wenn man will, kann man alles machen. Genau, ja. Nächste Frage. Würdet ihr euch ein größeres Fahrzeug zulegen wollen, so wie Hermann unterwegs zum Beispiel? Nein. Nein. Also ich glaube, für manche Leute passt das wirklich super und man hat dann halt wirklich eine Wohnung mit und man lebt da einfach und arbeitet und alles. Aber für uns wäre das einfach zu viel Einschränkung. Diese Größe, die Breite, die Langsamkeit, Verbrauch, die Kosten. Reparaturkosten. Ja, das ist halt nicht unseres. Ja, also nicht der Vorteil überwiegt nicht die Nachteile bei uns. Was wir uns sonst in letzter Zeit noch gut vorstellen können, ist irgendwann mit dem Motorrad zu reisen. Oder irgendwann was anderes auszubauen. So Sprinter oder... Oder einen kleinen Bus. Ja. Also einen Transporter eher. Weil damit kommt man auch überall durch, weil das sind so noch so Gedanken, die... Überlegungen. Aber jetzt bleibt es auf jeden Fall mal der Defender. Ja, wir sind super zufrieden. Was würdet ihr umbauen und warum habt ihr keine zwei Schlafplätze drinnen? Verdammt nochmal. So oft gefragt. Wieso keine zwei Schlafplätze drinnen? Weil wir eben die zwei Sitze hinten haben wollen, um Leute mitzunehmen. Ja. Karins Wunsch. Ja. Karins Auto. Darauf bestehe ich. Passt. Weil... Ich meine, nur ein Beispiel, wir haben die Wendler mitgenommen in Montenegro und haben dadurch in Finnland gratis 2-3 Wochen bei ihr schlafen dürfen. Und das ist einfach so toll. Ja. Und dann meine Mama bei uns besuche und immer wenn uns jemand besuchen kommen möchte oder wir jemanden mitnehmen, das sind einfach oft schöne Begegnungen. Ja,
grundsätzlich haben wir so eine kleine Idee auch, wie man zwei Schlafplätze in die Fender mit vier Sitzplätzen kombinieren kann. Und zwar so eine Art Stockbett, dass das jetzige Bett um 10 cm niedriger wird und dann man noch so quasi eine zweite Ebene einzieht. Ja, das ist eher so ein Gedanke, noch nicht fertig gedacht, müssen wir noch mit vielen Leuten besprechen, einfach um drüber zu reden, um da Vorteile, Nachteile herauszufinden. Ja, aber der Daniel hat wirklich jede Woche eine neue Idee, was man da basteln könnte und wie man das alles lösen könnte. Ja. Und, aber das ist super, weil wenn man jetzt schon so viel nachdenkt, dann kommt man einfach, wenn es dann sein muss, zur besten Lösung. Mhm. Ja. Und desto mehr Gedanken man sich vorher macht, desto besser wird dann die Endlösung. Stimmt. Und das wollen wir eben auf jeden Fall behalten. Ja. Aber es wäre halt angenehm, wenn wir irgendwo sind, wo es schön ist, aber halt windig, dass wir dann nicht noch einen anderen Platz suchen müssen, sondern einfach da bleiben und halt im Auto schlafen. Genau. Aber es ist nur gedacht, so zur Not im Auto zu schlafen. Also es wird sicher nicht mega bequem. Es wird auch sicher kein Doppelbett. Es sind zwei Einzelbetten übereinander, so von der Idee her. Anders geht es nicht. Mhm. Wer weiß, ob es überhaupt so geht. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr schon. Sonst haben wir auch schon überlegt, die Betten komplett rauszuschmeißen und nur so eine Art Minisofa, so ein Sesselartiges zu machen. Das macht auch nicht so viel Sinn. Ja, viele Ideen. Ja, aber egal, was ihr uns vorschlagt, bitte kein Hubdach. Wir werden kein Hubdach machen. Okay. Ja, das stimmt. Ja, Wassertank wollen wir eben vergrößert in den Fußraum der zweiten Sitzreihe geben, dass wir so insgesamt dann um die 100 Liter Kapazität haben. Batterie ist unsere Lösung, ist glaube ich schon allen bekannt, wie sie funktioniert. Mhm. Es war einfach was, ich wollte was Neues ausprobieren, ich wollte eine alternative Herangehensweise, eine alternative Idee ausprobieren. Einfach was, auch was du relativ einfach selber machen kannst. Genau, und jetzt im Endeffekt kann man halt sagen, okay gut, ausprobiert, funktioniert nicht besser als die normale Lösung und wir werden jetzt einfach zur normalen Lösung zurückkehren. Und das heißt, wir besorgen uns eine zweite, Batterie unter den Fahrersitz. Mhm. Ja, so und schließen die so an, dass es dann geladen wird, wenn wir fahren. Richtig, genau. Wenn der Motor läuft, wird die Batterie, statt der Batterie und die Verbraucherbatterie geladen. Das heißt, wir sind nicht mehr so abhängig von Campingplätzen, Wasser haben wir dann mehr, Strom haben wir mehr. Aber alle Umbauten finden dann wahrscheinlich erst im Oktober statt. Aber es wird trotzdem schön und aufregend. Ich freue mich schon. Ja. Passt. Mhm. Gut, das war's mit Fragen. Und da sind noch ein paar andere Videos gedanklich also noch vor. Finanzieller Überblick, wie viel uns die Reise kostet. Auch wie finanzieren wir das ein bisschen? Wie navigiert ihr, wie findet ihr Schlafplätze? Was muss unbedingt dabei sein, also die wichtigsten Sachen und unsere Packliste sozusagen. Wie filmt ihr, wie schneidet ihr, was habt ihr für Equipment? Dankeschön für euer Interesse an unseren Fragen. Es ist halt schwierig, weil eigentlich ist es ein langweiliges Setting, weil sich nichts tut. Es sind nur zwei Leute, die reden. Und wenn ich mir das von anderen YouTubern anschaue, dann ist einfach so, dass ich die Geschwindigkeit auf doppelte Geschwindigkeit setze und mich einfach so berieseln lasse und das halt die Informationen rauskriegen will. Ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ja, das kann man kann die ganzen Äs und Ms und Pausen wegschneiden, aber trotzdem. Ich denke, habe ich unser Gadget hingeschmissen. Da. Danke. Ja, aber sonst danke fürs Zuschauen und bis am Samstag wieder. Ja. Servus und Baba.